Und das war's für Lua. Das darf nicht wahr sein. Welch ein erbärmliches Ende. Dabei war nichts als Kraft der Sinn meines Daseins. Große Kräfte haben mich geformt. Sie haben mich am Leben erhalten. Und ich brauchte sie ständig von Neuem. Aber nun fühle ich, meine Zeit ist abgelaufen. Es muss ja so kommen. Das Grimoire. Jetzt kommt dein großer Auftritt, Kamerad. Oh. Nukia. Darf ich vorstellen? Nukia. Unglaublich, was für eine Energie in dem Buch steckt. Dieses Monster macht sicherlich gleich Ärger. Ich schlage vor, wir kämpfen wie immer. Augen zu und durch. Kupo, großspurige Gedanken an deinen Rückzug überkommen plötzlich meinen kleinen Kopf, Kupo. Aber ein echter Mook ist tapfer und läuft nicht davon, Kupo. Erst werden wir das Monster erledigen und dann wird die Siegesfanfare von unserem Triumph künden, Kupo. Nun sieh sich einer unserer Helden an. Du zitterst ja am ganzen Körper. Als ob du noch nie ein Monster von Namen gesehen hättest. Red doch keinen Unsinn. Das Monster riecht nur etwas streng. Das ist alles. Entspann dich, stolze Krieger. Solange du mich an deiner Seite hast, kämpfst du auf der Siegerseite. Auf geht's zum letzten Gefecht. Alles klar bei dir, Tobias? Können wir? Du bist der Held. Du sagst, wann es losgehen kann. Jetzt hör nie auf in den Kampf! Wenn ich dieser Geschichte kein wirkliches Ende bereiten kann, wer dann? Kupo! Das Unwesen. Bezwinge Nukia. Verbot von Reaktionsfähigkeiten. So. Entschuldigt das, aber ich muss die Ninja Tabi wieder anlegen. Denn die Feenschuhe sind mir. Oh, wieso habe ich die Ninja Tabi denn sehen? Ach nee, sie hatte ja andere Schuhe an, ne? Sie hatte ja. Welche Schuhe hatte sie denn an, du? Caligula hatte sie an, richtig. So, das ist auch wieder Laufstiefel. Sie hat eigentlich einen schwarzen Hut auf, das verstehe ich nicht. Schleifdreher muss ich auch irgendwann nochmal lernen. Kommt alles. Das ist schade, dass dieses Projekt erstmal. Also, es klar, es wird erstmal stillgelegt. Das ist von jedem von euch auch völlig klar. Das heißt, dann kommt erstmal Dragon Quest und Final Fantasy 2 erstmal die ganze Zeit. Wobei Dragon Quest sich auch langsam dem Ende nähert. Ein bisschen schade ist.
Wer sich jetzt fragt wegen der Aufstellung, das werde ich gleich erklären. Na sag mal, wo setzen wir denn am besten an? Wir fangen mit dem weißwirbelnden Punkt dort an. So zentral wie der liegt, ist er ganz sicher ein wichtiges Organ. Ja, und zwar... Habe ich nämlich recht, so in dem Fall. Wir müssen diesen Kern richtig auf die Eier geben. Das könnte sich aber hinziehen, weil wir rechts rüber müssen. Und ich komme da mit den Fienschuhen nicht lang, so viel ich weiß. Muss daher die Hand erstmal vernichten. Weil da sich das Ding die ganze Zeit teleportiert, können wir ganz schön Probleme haben. Und darum auch die Ninja-Tabli, damit wir richtig weit laufen können. Das Ding hat sich bewegt. Wenn du am Start bist, kommt die Langeweile auf. Das habe ich gleich gespielt, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ich sag bloß, für dich ist das Leben in einem kleinen so einer Art Zeitvertreib. Was denn sonst? Wenn man in der Gruppe kämpft, ist man doch in seinen Freiheiten nur eingeschränkt. Du hast es anscheinend immer noch nicht begriffen. Gerade darin liegt doch der Spaß. Inzwischen weiß ich es besser. Gemeinsam mit Freunden losziehen hat auch seinen Reiz. So, wir müssen nämlich erst den hier aus der Kraft setzen, den Nukleus-Rezeptor, dann können wir nicht an sein Herz ran. Aber das Problem ist halt, der portet sich in erster Linie überall hin, das Herz nachher nicht. Ganz genau das meine ich, dahin nämlich, und dahin kommen wir so schnell nicht, deswegen muss ich einfach den Stumpf wegknatschen und dann geht's los. Die Konzentration war ein bisschen überflüssig, der hat gesagt, oh, da wächst schon wieder blablabla. Was das jetzt dem bringt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ist mir aber auch scheißegal. Was ihm mich eben dann doch ankotzt, ist einfach nur, dass er so viel aushält. Oder, ja, wegen seinen ganzen Resistenten. Das geht einem dann schon auf die Eier nachher. So, mit unserem Weisen. Wo könnten wir da eigentlich auch lang gehen, ne? Der hat auch den Ninja-Tabi. Besser ist das. Warten wir mal kurz. Dann können wir, glaube ich, gleich Bio wirken. Tobias, dass du mir ja nicht zu weit vorprescht. Das gleiche könnte ich dir raten, Sid. Ich kann auf alle Eventualitäten Blitzscher reagieren. Bei dir mache ich mir da aber etwas Sorgen. Was soll das denn heißen? Hör wenigstens einmal auf einen alten Clan-Veteran, der für sein Leben genug Schlachten miterlebt hat. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Blut ich schon fließen gesehen habe. Vor allem dein eigenes, wa? Denk dran, ich wurde nicht angeschossen, Sid. Ich... Guck mal, haben wir schon mal 180 abgezogen. Oh oh. Oh, Glück gehabt. So. Jo. Dann würde ich beide gefährden. Das will ich nicht, ehrlich gesagt, nicht eingehen. Das wäre mir zu gefährlich.
Komme ich von da nicht irgendwie rüber mit einem Zauber? Das wäre voll Premium. Ja, komm ich. Scheiße, nein! Fuck. Ich wollte eigentlich, wenn, den Doppelzauber machen, aber. Wenn ich mich jetzt dahin begebe, ne, und ihn angreifen will, wie viel würde ich ihn abziehen? Genug, dass es sich lohnt. Das wirft jetzt ein bisschen. Ich habe mehr damit gerechnet, dass ich ein bisschen mehr abziehe. Was aber nicht so der Fall war. So, das war's für dich, Nukias. Dumm. Jetzt haben wir von allen Seiten freie Bahn. Genau das wollte ich haben. So, jetzt muss jeder wieder auf seine Position gehen gleich. Ja, ist ein bisschen Schaden. Wie viel schaffe ich mit Feuer? 217. Was habe ich noch im Petto? Bio höchstens. Was schaffe ich mit Bio? 189. Ja, dann lass mal Feuer rausklatschen, oder? Oder ich warte noch eine Runde. Heilen, wichtig, wichtig. Ach scheiße, ich hab gar nicht Dings, ne? Ach, egal. Ich habe gar nicht hier dieses Sammeln. Das fehlt mir. Das hab ich vergessen reinzumachen. Ich hab Blaumagie drin gelassen aus Versehen. War auch nicht die beste Idee. Also es drin zu lassen, meine ich jetzt. Ja, das war auch wahrscheinlich nicht die beste Idee, mich da so hinzustellen. Ne, war es doch nicht. Aber ich bleib mal da. Ja, ja, machen wir die Aktion. Allzu oft wirst du auch nicht mehr zu kommen. Ja, jetzt will ich ihn erstmal heilen.